Die Schweiz. Nein, nein, nicht diese Schweiz. Diese Schweiz. Die Schweiz. Ideal für eine Auszeit in der idyllischen Bergwelt mit ihren sattgrünen Almen und den schönsten Wanderwegen der Welt. Hier gibt es also nicht nur teure Uhren und leckeren Käse, rote Taschenmesser und gute Armbrustschützen, sondern vor allen Dingen eine Natur, die seinesgleichen sucht. Um euch diese möglichst gut nahe zu bringen, haben wir von Five Places to Be uns auf den Weg gemacht, um die fünf schönsten Orte in der Schweiz zu finden, welche man im Land der Neutralität auf jeden Fall besuchen sollte. Zum Abschluss der Five Places to Be wartet auf euch noch ein Unterkunftstipp, welcher mit seinem Flair, seinem Charisma und seiner Lage garantiert euer Herz erobern wird. Doch dazu später mehr. Vor den fünf besten Plätzen aber noch schnell eine kurze Übersicht über die Region. Die Schweiz ist ein Land in der Mitte Europas, etwa 9-mal kleiner als Deutschland und ist von den kulturellen Einflüssen der umliegenden Länder Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland wie dem Zwergstaat Liechtenstein geprägt. Die Landesfläche besteht im Prinzip aus drei großen Landschaften. Der Jura, ein Gebirge zwischen Frankreich und der Schweiz, dem Mittelland, was sich vom Genfersee bis zum Bodensee erstreckt, in dem fast alle großen Schweizer Städte liegen, und die Alpen, die den Norden Europas vom Süden trennen. In der Schweiz befinden sich um die 200 Berge über 3000 Metern und 1500 Seen. Deswegen ist in der Schweiz ein See niemals weiter als 16 Kilometer entfernt. Aber genug Fakten, legen wir also los mit den 5 Places to Be in der Schweiz. Nummer 5, das Lauterbrunnental. Wir starten mit dem Tal der 72 Wasserfälle. Teile vom Herr der Ringe wurden von diesem Ort inspiriert und wer an den Wasserfällen wandert, spürt die Magie, die dieser Ort versprüht. Das Lauterbrunnental ist ein Tal im Berner Oberland in den Schweizer Alpen. Den Namen hat es aufgrund seiner zahlreichen Wasserfälle, Quellen und Bäche, die an steilen Felswänden ins Tal fallen. Der höchste freifallende Wasserfall und Wahrzeichen des Tals ist der Staubbachfall mit 297 Metern und der erste Anlaufpunkt für viele Fotografen. Zwei weitere interessante Wasserfälle hier sind noch der Mürrenbachfall, der tatsächlich höchste Wasserfall der Schweiz, aber nicht freifallend ist, sondern über mehrere Ebenen ins Tal stürzt. Und zusätzlich gibt es noch den Trümmelbachfall, der eine Art unterirdischer Wasserfall ist. Zu diesem gelangt man durch ein 600 Meter langes Tunnelsystem, wo man diesen dann in der gut beleuchteten Klamm gut sehen kann. Der Eintritt in den Tunnel kostet hier aber Eintritt. Kommen wir zu unserem nächsten Ort auf Platz Nummer 4. Das Versaskertal. Das Versaskertal ist ein 25 Kilometer langes Tal nördlich des Lago Maggiore und wird von dem gleichnamigen smaragdgrünen Fluss Versasker durchflossen. Es gilt als Paradies für Wanderer wegen seiner Ursprünglichkeit, der unberührten Natur und der kleineren Dörfer, die man hier findet. Am Ende des Tals befindet sich auf dem Versasker Staudamm die höchste stationäre Bungee-Anlage der Welt, von dem sich James Bond im Anfangsstunt des Films GoldenEye heruntergestürzt hat. Zusätzlich befindet sich im kleinen Ort La Vertezzo die im 17. Jahrhundert erbaute Steinbrücke Ponte dei Salti, die durch Social Media zusätzliche Popularität gewonnen hat. Die Brücke mit zwei Bögen verläuft über den Wildfluss Versasker, welcher durch seine einzigartige Farbe und Klarheit an Schönheit kaum mit etwas anderem zu vergleichen ist. Kommen wir zu unserer Nummer 3 unserer 5 Places to Be und das ist der Ischinensee. Der Ischinensee liegt südlich vom Thunersee und gehört zu den größten Bergseen der Schweiz. Er ist komplett von Bergen eingefasst und wird durch einzelne Wasserfälle gespeist, welche von den Gletschern in den See fallen. Der See gehört zu den am meisten fotografierten Seen der Schweiz. Dies wird klar, wenn man den Wanderweg, welcher ungefähr 1,5 Stunden geht, in Anspruch nimmt, folgt und sich selbst überzeugt. Es gibt übrigens auch Gondeln.
Wir empfehlen jedem, der sich für dieses Reiseziel entscheidet, den Aufstieg zu Fuß zu wählen, da der Aufstieg bereits an steilen Felsen und kleinen Wasserfällen vorbeiführt. Dreht man sich ab und zu um, erwartet einen ein Blick ins Tal, welcher euch in atemloses Staunen versetzen wird. Der Bergsee hat jedoch nicht nur steile Klippen und Wasserfälle vorzuweisen. Zusätzlich gibt es auch ein weitläufiges Waldgebiet, welches sich neben den kantigen Felsen emporstreckt, wo es auch Grillstellen gibt, die sich auch rund um den See verteilen. Wer etwas Besonderes machen möchte, der kann sich für seine Mahlzeit frisches Bergwasser direkt vom Wasserfall abfüllen. Wir empfehlen, den See nachmittags bis abends zu besuchen. Dort hatten wir diesen größtenteils für uns allein. Die Schönheit dieses Ortes hat uns so in seinen Bann gezogen, sodass wir uns erst mitten in der Nacht zur Talwanderung aufgemacht haben. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, würden sich diese Almkühe über ein Like und ein Abo freuen, damit sich auch andere Reisende von ihrem Glockenspiel verzaubern lassen können. Und wir machen jetzt weiter mit Platz Nummer 2, dem Pizzol. Der Pizzol ist eines der beliebtesten Reiseziele der Ostschweiz. Hier hat man die Möglichkeit, in 5 Stunden Gehzeit 5 kristallklare Bergseen auf der 5-Seen-Wanderung zu entdecken. Der Pizzol liegt nicht weit von Liechtenstein entfernt und ragt 2844 Meter in die Höhe. Wer sich hier für die 5-Seen-Wanderung entscheidet, kann sich für 2 Routen entscheiden. Erfahrene Wanderer mit viel Ausdauer können entweder direkt am Parkplatz beginnen und 1200 Höhenmeter erklimmen, ehe die eigentliche Seenwanderung mit 600 Höhenmetern beginnt. Die Entspannteren unter euch aber haben jedoch die Möglichkeit, mit Sessellifts bis zur Pizzolhütte zu fahren und sich erst fantastischen Käsespätzle schmecken zu lassen, ehe es mit weniger starken Steigungen zu den Seen geht. Habt ihr es bis dorthin geschafft, erwarten euch Bergseen von Smaragdgrün bis hin zu eisblauer Färbung. Wer es abenteuerlicher oder gar romantischer erleben möchte, der sollte dringend seine Zeltausrüstung mitnehmen. Der Sonnenuntergang hinter den Bergseen in Kombination mit dem am Horizont liegenden Bergpanorama ist ein wirklich einzigartiges Erlebnis und nur mit Übernachtung zu erleben. Solltet ihr etwas Glück mitbringen, erwarten einen meist in den frühen Morgenstunden sogar Steinböcke und Murmeltiere. Doch kommen wir zu unserem Platz Nummer 1 dieses wirklich einzigartigen Landes und das ist der Alpstein. Der Alpstein ist unsere absolute Nummer 1 in der Schweiz und liegt im Nordosten. Hier warten gleich mehrere Highlights auf euch. Seid ihr Freunde von Zelten in der freien Natur? Wollt ihr neben eurem Lagerfeuer am Abend die Aussicht ins weitläufige Flachland genießen? Oder liebt ihr gutes Essen nach einer langen Wanderung auf verschiedenen Almhütten mit einer Aussicht auf die weitläufigen Berge und deren Seen? So werdet ihr euch nirgends wohler fühlen als im Gebiet des Alpsteins. Das Gebiet erreicht ihr von verschiedenen Parkplätzen aus, meist fußläufig. Nach kaum einer Stunde Wanderung bergauf befindet ihr euch bereits mitten im Inneren des Alpsteins, so dass man selbst als Einsteiger schnell in den Genuss der Landschaft kommen kann. Hier warten grün-blaue Bergseen wie der Semtisser See, der Fehlensee oder der Seealpsee, majestätisch zackige Gesteinsformationen wie die Sachser Lücke, der Hundstein und der Semtis, sowie saftig grüne Wiesen, Bergkapellen und Bärenhöhlen. Wer sich jetzt denkt, dass so viele Highlights wohl kaum in einer Region zu finden sind, den müssen wir leider enttäuschen, denn alle genannten Ziele sind fußläufig voneinander über Wanderwege zu erreichen. Wer die Spots jedoch ausgiebig erkunden, das gute Essen der Berghütten genießen und möglichst alle Highlights sehen möchte, sollte besser 3-4 Tage hierfür einplanen. Und um die 3-4 Tage zu überbrücken, kommt jetzt unser Unterkunftstipp. Denn unweit des Alpsteins gelegen am Toggenburger Tal wartet der Biohof Schürütti auf euch. Dieser Bauernhof besticht nicht nur durch seine hervorragende Lage und den herzlichen Gastgebern, sondern auch durch die Naturverbundenheit und seines Charmes. Hier habt ihr die Auswahl zwischen einem komfortablen Farmhaus und unserem Geheimtipp, dem Tiny House. Romantik steht hier im Vordergrund. Ist es trocken, könnt ihr es euch vor dem Tiny House an einem Feuer am Grillplatz gemütlich machen. Während es hell ist, rundet dies die Aussicht auf den höchsten Berg des Alpsteins, den Sentis, ab. Sollte es nass und kalt sein, wartet ein kleiner Kamin im Tiny House auf euch, der für Gemütlichkeit und Wärme sorgt. Wir haben kaum einen Ort erlebt, an dem man sich so schnell vom stressigen Alltag des Stadtlebens erholt und kehren immer wieder an diesen Ort zurück. Doch wann ist die beste Reisezeit für all diese schönen Orte?
Die beste Reisezeit liegt im Schweizer Hochland zwischen Juni und August. In dieser Zeit bleibt die Temperatur über dem Gefrierpunkt, sodass die Wanderwege frei von Schnee und Eis sind und die Möglichkeit zum Zelten gegeben ist. In dieser Zeit solltet ihr jedoch stets den Horizont und die Wettervorhersage im Auge behalten, da schnell auftauchende Gewitter in der Alpenregion keine Seltenheit sind. Plant am besten also mit dem Wetter, sodass ihr euch in einer Berghütte mit leckerem Essen stärken könnt, während es draußen ungemütlich wird. Das waren unsere 5 Places to be in der Schweiz. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, sodass wir euch mit schönen Orten inspirieren konnten. Für mehr Inspiration und unsere Top 5 in anderen Orten, wie zum Beispiel Island oder Italien, klicke einfach auf dieses Video und abonniere den Kanal, um immer die schönsten Orte eurer Lieblingsreiseziele zu entdecken. Wir wünschen euch eine schöne Reise. Ciao.